Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Need for Speed. Wir kaufen jetzt den Lambo. Ich habe genug Kohle rangeschafft, sodass es gerade reicht für den Lambo. Oh, shit, Mann, ich sterbe, ist der geil. Kaufen. Let's go. Haben wir jetzt extra den Arsch abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Extra für euch, Leute, extra für uns. Besser gesagt. Shit. Huhuhuhu. Ist das ein Monstrum, Alter. Ist das ein Monstrum. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck it, ey. Könnte tatsächlich sogar noch ein bisschen... Warum habe ich denn so viel Kohle jetzt noch übrig? Hä? Eigentlich hatte ich doch 196.000, der hat 192.000 gekostet. Da standen sogar 4 noch übrig. 4.000 oder so. Ah, guck mal, Level 31 freischalten. Ne, dann warte ich da noch. Das soll ja nämlich bald der Fall sein. Oh, warte mal, warte. Nitro erstmal holen. Oh shit, Leute, gleich die Karre ausprobieren. Ein bisschen Tuning raufknallen. Unzureichende Mittel. Warte mal. Unzureichende Mittel, Alter. Kann ich mir das alles kaufen, oder was? Ich könnte den jetzt schon fast auf 1000 PS dann knallen. Ja, geben wir uns auch noch. Zündung. Steuergerät. Kann man sich gönnen. Motorblock. Unzureichende Mittel. Müssen wir auch nochmal warten. Puh. Eine Nockenwelle, ein neuer Zylinderkopf. Ja, so viel Kohle haben wir ja jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt die Frage, was wir uns... Drift? Kann man mit dem gut driften? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dicke Bremsen. Gute Handbremse rein. Okay. Scheiße, Mann. Auf jeden Fall tiefer legen. Nee. Aber so, dass die Reifen so ein bisschen rausgucken, das macht ja, soweit ich weiß, nichts beim Fahrgefühl anders, oder? Guckt euch das mal an, die Standarddinger sehen schon fast am heftigsten. Oh, obwohl, das ist.
sieht auch nicht schlecht aus. Aber ich glaube, an der Karre kann ich auch... Wahrscheinlich kann ich da auch nichts mehr ändern. Optisch. Ich meine, guckt euch mal die Felgen an. Da will man auch nichts ändern eigentlich. What the fuck. Okay, da ändert sich nur minimal was. Aber sieht nicht schlecht aus. So, zack, kaufen. Ich weiß nicht. Nee, das sieht aber. Das ist Standard. Das sieht nicht schlecht aus. Ja. Das müssen wir natürlich auch nochmal ändern. Warum speichert es das nicht für jedes Auto? Das ist doch auch kacke irgendwie. So, Sorbus. Okay. Ein Spoiler drauf? Oh shit, ja. Nee, da packe ich den kleinen drauf. So, das sieht doch. Soundsystem. Okay. Hier kann ich sogar das Soundsystem ändern. Ja, und bei den Rädern, da ist halt auch immer das Ding, ich weiß gar nicht, ob man das bei den... Aber die gehört ja nicht zur Folie, aber ich will da eigentlich keine Namen oder sowas drauf haben, ein bisschen. Oh, Fenster, ja, natürlich. So, falls wir doch nochmal eine alte abschleppen. Ach, wir können das Body. Oh. Oh, das sieht ja heftig aus. Zieht euch das mal an. Ja. Puh. Oh mein Gott. Warum? Hat echt jemand gesagt, die Cops halten sich zurück? Niemals. Das haben wir schon mal gehört. Verpiss dich. Verpiss dich einfach. Ich will jetzt die Karre ausprobieren. Oh shit, Leute. Oh shit. Gut. Ich hab schon komplett irgendwie verpeilt, wie lange ich schon am Aufnehmen bin. Ich war so aufgeregt, Leute. Muss raus aus der Stadt. Cops sind aus irgendeinem Grund hinter mir her. Hey, seid ihr da? Ja. Oh, das haben wir schon mal gehört. Meine Fresse. Mann, das war irre. Fisch ist so krass. Du musst zum nächsten Treffen kommen. Viele Leute, tolle Stimmung. Nicht verpassen. Na, Dead Angel? Da kommst du auch nochmal irgendwann hin. Schon gut, aber nicht so wie er es gemacht hat. Hey, hörst du das? Hörst du, was Manu sagt? Unser Lauf hat nicht gezählt, Mann. Das meinte ich nicht. Ich sagte, Magnus ist den Lauf mit einem Wagen mit vielleicht 250 PS gefahren. Wenn's reicht. Ach, was soll's. Die Neider wollen uns nur alles wegnehmen. Das hat nichts mit Neidern zu tun, Bro. Hey, die Leute reden. Mach. Ja, das haben wir auch schon gehört. Halt doch die Fresse, Mann! Yo, Kumpel. Manu hier. Was ist passiert, Mann? Alles okay? Hab gehört, die Cops haben dich erwischt. Pass auf dich auf, Mann. Geht's dir zu gut, Dead Angel, du Kackfleck? Du hässlicher Kackfleck? Piss dich, du.
Hund, Alter. Oh! Oh, shit! Okay, ich würde sagen, das reicht erstmal. Alles klar, wir wählen den Rennen aus. So, jetzt geht's aber los hier. Alles klar. Was ist denn das für ein Rennen hier von der alten? Ein Sprintrennen auf schwer. Alles klar, let's go. Let's go, Finger in Po, Mexiko. Gut, okay, Leute. Eigentlich haben wir im Prinzip jetzt schon die heftigste Karre doch, oder? Die schnellste wird es sein, aber müssen wir mal gucken. Ja. Müssen wir mal gucken. Den BMW behalten wir auf jeden Fall, trotz allem. Denn der BMW sieht einfach auch viel zu geil aus. Irgendwie. Boah, ich glaube, mit dem könnte man auch ganz gut driften, oder? Mit dem hier. Lambo Jumbo mäßig. Wenn wir das nochmal einstellen, das Handling gleich nach dem Rennen? Müssen wir mal gucken. Ja, doch. Ich glaube schon. So wie der jetzt ist, geht es jetzt noch nicht so wirklich vonstatten. Allein der Auswurf hat sich schon gelohnt. Die Karre ist so fett. Die ist so krass. Die ist so krass, einfach nur. Der Sound, Alter, ohne Witz. Was war das denn jetzt? Oh, das habe ich verkackt. Boah, Leute. Ja, da müssen wir noch ein bisschen am Handling. So ein bisschen, wenn es ein bisschen noch leichter in den Drift gehen würde, dann könnte man oft mit dem auf jeden Fall auch in die Drift-Events gehen, locker flockig. Schau den einfach weg. Da wollten wir doch den ersten Platz hier streitig machen, oder was? Ja, so geht's hier nicht, Junge. So geht's hier nicht. Also wenn ich mir jetzt die Karre reinziehe, wie heftig die jetzt schon ist, dann noch ein bisschen tunen. Boah. Scheiß die Wand an. Die ist auch um keine Ausrede verlegen, ne? So wie ich und ungefähr. Hammer geil. Okay. Okay, warte mal, was haben wir denn noch hier? Das ist ja die 250 PS Challenge. Was will der Pisser? Der wollte driften mit uns, ne? Der Schwanz. Ja, dann wäre das doch vielleicht doch ganz gut, wenn wir kurz nochmal vor in die Garage gehen. Und kurz ein bisschen zumindest das Handling anpassen.
Oh, das ist ja jetzt schon. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr, wa? Wir hatten ja hier oben eigentlich ganz knapp neben der Mitte links. Jetzt ist es ein bisschen weiter. Ja, wir probieren das einfach mal. Ich hoffe, das ist ausreichend. Dass wir den gut fahren können. Ja, dann machen wir das halt mit Manu. Manu. Oh Leute, ich krieg's. Ich muss mich richtig zurückhalten. Ich muss mich richtig zurückhalten bei dieser Wichse einfach nur. Wer entscheidet sowas? Mann, Alter. Tick aus, ey. Tick aus. Hey, Mann. Die Bullen sind hinter mir. Nächster Anruf. Hey, Mann. Die Bullen sind immer noch hinter mir. Hey, Mann. Lass mal im Club treffen, aber die Bullen sind noch hinter mir. Hey, Mann. Warte kurz, ich ruf gleich dann zurück. Die Zeit läuft. Mach dich startklar. Junge, allein die Rückleuchten. Allein die Bremsleuchten, besser gesagt. Das ist er. Wie die vom dieser... Fick dich doch, du Pissfleck, Alter. Verbiss dich. Dankeschön. Alles klar, korrekte Sache. Enger ging's nicht, oder? Kann das sein? Klar, ey. Das erste Driftrennen mit dem Wagen und es kann kaum enger sein, Alter. Junge, leck mich doch, Alter. Also haben wir es ja eigentlich schon geschafft. Verpiss dich, Amy. Kackbratze, du. Ah, warte mal, ist es ein Drift-Train oder... sein, oder? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber es wäre dann erfreulich, dass wir es direkt beim ersten Mal geschafft haben. Lokal. Aber mal doppelt so viele Punkte. Perfekt. Ja, Leute. So lässt sich's leben. Auch mit dieser penetranten Hot Wheels-Werbung da oben. Habt ihr es gesehen? Unfassbar. Ein Typ ist einfach... Was hat der geschnüffelt, Alter? Was hat der Typ genommen, Alter? Was hat der genommen? Obwohl, warte mal. Ich glaube, wir haben genug auf jeden Fall für den Part eigentlich. Ja. Eigentlich schon. Komm, ziehen wir es durch. Ich hau euch das auch noch rein, kurz. Das Rennen. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Gib Feuer. Tut mir leid, Leute, aber...
innerlich muss ich übertrieben abkotzen. Dafür macht das Fahren wenigstens Bock. Also was heißt wenigstens? Das hält das Spiel überhaupt am Leben, Alter. Ey, wenn man sich das jetzt hier ansieht, mit den ersten Driftversuchen, das ist ja, ein Weltenunterschied, auch beim ersten Mal geschafft. Perfekt. Genau, was richtig ätzend ist übrigens, ja, ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber ihr fahrt ein ganz normales Rennen und dann durch dieses beschissene Online-Ding komme ich irgendwelche Leute entgegen, mitten im Rennen, Alter, und smashen euch weg teilweise. Das ist unnormal nervig. Okay, Alter. Ich wollte drücken, ich wollte nur kurz ausreden und dann annehmen. Den Spast. Naja. Gut. Ich würde sagen, das reicht an dieser Stelle, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein bisschen Unterstützung da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie geil der Wagen ist. Oh shit. Ach du Überraschung. Nein, nein, nein. Travis, du hast Nakai-sans Wagen geklaut? Du wolltest doch eine perfekte, makellose Karosserie. Hier ist sie. Das ist sein Wagen. Hey, ich bin kein Dieb. Nach deinen Fotos hat Nakai mich angerufen. Er ist neugierig und ich werde ihn überzeugen zu kommen. Aber vorher drehst du eine Runde mit seinem Meisterwerk. Erst studiert man das Bild, dann trifft man den Maler. Ja, ganz richtig gehört. Du nimmst Nakais Karre und findest heraus, was so toll daran ist. Ich wusste nicht, dass du ihn kennst, Travis. Nakai, Obama, den Dalai Lama. Ihr wart gut, Jungs, aber das ist die nächste Stufe. Nur wer das Meisterwerk kennt, ist kein Lehrling mehr. Na los, fahr ihn und lern. Ich zuerst, Mann. Wir sehen uns draußen, okay? Sieh zu, dass du schneller bist. Oh, schöner Übergang, aber schöner Übergang von der Cutscene zur Garage. Gut, zu diesem Schauspiel muss man, glaube ich, nichts sagen. Achtet mal einfach auf ihr Gesicht. Da siehst du, wie schlecht die Schauspieler sind. Hey, ich brauch dich. Ich will sehen, was Nakai-sans Auto kann. Trau dich und komm vorbei. Okay, alles klar. Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.